uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder Peru Place von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru, wir sind wieder unterwegs in Train Sim World 4. Heute werden wir mal wieder eine schöne, gute, alte Strecke fahren aus den guten, alten Train Sim World Zeiten, nämlich auf der Strecke Great Western Express, die Class 166 GVG. Da haben wir hier die Missionen entlang der Strecke. Finde ich super, weil man kann sich aus 3 Zügen eine Strecke auswählen. Finde ich innovativ, habe ich später auch nie mehr gesehen. Ja, das machen wir mal. Und würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. Und ja, ihr seht schon, ne, wir reden auch gleich nochmal über Train Sim World 5, ob und inwieweit das überhaupt meiner Meinung nach Sinn macht. Willkommen in London Paddington. Es stehen 3 Züge bereit, die Sie übernehmen können. Sie haben jeweils zunehmend längere Strecken zurückzulegen. Für welchen Zug entscheiden Sie sich? Okay. Bahnsteig 8 nehmen wir mal. Ne, wir wollen ja gemütlich heute fahren. Wir machen uns heute keinen Stress. Weil wir wollen ja auch ein bisschen quatschen. Ne? Ich liebe ja die englischen Commuter. Die sind so wunderbar zu fahren. Auch relativ easy, ne? Also wirklich entspannt. Das mal so für die Fahrt zwischendurch ist sehr schön. Tür? Madame, du sitzt auf meinem Platz, dankeschön. Dieser Regionalexpress fährt nach Slough. Und nach Slough? Alle Stationen auf der Strecke. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Sie werden gleich losfahren müssen. Gut, dann nehmen wir das gleich zum Anfang in den Angriff. Natürlich zuerst den Hauptschlüssel. Richtungswende auf vorwärts, das passt alles. Tageslichtbeleuchtung, jawohl. Haben wir sonst noch was? Achso, Türen, ja. Wichtig. Wenn man mit Passagieren fahren will, sollte man machen. Kann man machen. Ich finde die eigentlich auch ganz knuffig, ne? Und das sind doch tatsächlich Dieseltriebwagen. Werden ja immer seltener, die Kameraden, ne? Ja, das ist jemand der Lauf der Zeit. So, ich warte jetzt, bis die Passagiere eingestiegen sind und wir abgefahren sind aus dem Bahnhof raus. Dann können wir ja mal ein bisschen schnacken. Unter anderem natürlich über Train Sim World 5. Was ich davon halte, ja, keine Angst, ich werde euch da jetzt nicht dauermäßig durchquatschen, aber ich muss da einfach so mal so generell meine Meinung loswerden. Und natürlich, Leute, nicht vergessen, ne, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like, Follow oder Abo da, Daumen hoch, netter Kommentar, triggert den Rhythmus, Radau! Ja, ihr wisst Bescheid. Gut, Dankeschön dafür. So, für uns wird's Zeit. Nicht Zeit? Warum? Boah, echt jetzt? Wir müssen noch 2 Minuten warten. Ich hätte mich gar nicht so beeilen müssen hier mit den Vorbereitungen. Dann können wir schnell mal einen Blick hier reinwerfen in die Bude. Ups. Ghost. Wir ghosten einfach mal hier durch den Zug. So, ich flutsche hoffentlich jetzt nicht wieder gleich durch die Decke hier. Ja. Ne, eben halt so ein typischer Commuter, ne? Ist jetzt nicht hässlich, aber auch nicht besonders schön, ne? Also, ich glaube, mehr müssen wir da jetzt von innen auch nicht sehen. Umso schöner natürlich. Ich glaube, das ist Victoria Station, wenn ich mich nicht täusche. So, das ist unser Ziel. Slough, Abfahrt 9.46 Uhr. Über West Drayton, Ivor, Langley und so weiter. Ein GWR-Service. Schön, schön. So, es sind ja 3 Züge. Einer ist dann nochmal kürzer, der fährt nur eine Viertelstunde. Ich glaube, der müsste ja links von uns gleich fahren. Hier kommt der wunderbare Schnellzug. Auf den habe ich auch mal wieder Lust, Leute. Den müssen wir mal wieder fahren. Ist wunderschöner Zug, wunderschöner Triebwagen.
Macht Spaß zu fahren. Ah, hier. Das ist der Kollege, der jetzt nur eine Viertelstunde, 17 Minuten unterwegs ist. Das ist der Kurzstreckenzug hier. Deshalb müssen wir auch noch warten, bis der Kollege sich hier rausgeschoben hat. Gudi, dann springen wir mal in unseren Zug, weil wir sind nämlich gleich so weit abzufahren. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen auf Meilen pro Stunde anstatt km/h hier. Türen schließen. Was? Ich muss die zweimal bestätigen, die Taste. Na gut. Das ist mir neu. Ich habe die echt lange nicht mehr gefahren. Okay. Los geht's. Nächster Halt. Ealing Broadway. Hier nochmal ein Blick auf die wunderbare Victoria Station. So, wir halten nicht an allen Bahnhöfen der Strecke, deshalb sind wir auch ein bisschen schneller. Wir sind sozusagen so ein, ja, mehr oder weniger Expresszug. Ja, hier vorne links sehen wir jetzt, das müsste, ist es ein Schnellzug oder? Ja, okay. So, mal ein bisschen, dass wir auf Geschwindigkeit kommen hier. Immerhin, 40 Meilen dürfen wir fahren. Wir stoßen ins Horn und ab geht's. Ja, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, gelesen oder bei der Gamescom. Ich bin da ehrlich kein Fan von Gamescom. Jetzt sei mir nicht böse, nicht falsch verstehen. Das ist für mich nur eine Veranstaltung, wo man Fanboys und Nerds den Scheiß so teuer wie möglich verkauft. Halte ich nicht sehr viel von. Ich finde auch die Selbstdarstellung einiger Streamer-Kollegen ein bisschen fragwürdig. Deshalb, wie gesagt, ist überhaupt nicht meine Welt. Aber jedem das Seine, mir das Meiste, wem es gefällt. Ne? Deshalb, wie gesagt, nicht so ungut. Aber es steht an, am 17. September schon wieder, ich möchte das hier jetzt auch nochmal doppelt unterstreichen und betonen, schon wieder ein neuer Teil von Train Sim World, also jetzt mittlerweile schon Train Sim World 5. So alt ist das Spiel noch nicht, ja? Und mit der Übernahme von Dovetail durch Focus oder Focus ist eigentlich, glaube ich, passiert genau das, was ich predicted habe, was ich so ein bisschen vorhergesagt habe, dass hier jetzt die Release-Daten zwischen den einzelnen Teilen jetzt schrumpfen, dafür die Änderungen aber, denke ich mal, ich habe jetzt noch nicht so viel davon gesehen, nur marginal sind, also Änderungen, die eigentlich in ein Update gepasst hätten und eigentlich, wenn überhaupt, gegen einen kleinen Aufpreis, ne, eine kleine Gebühr, was weiß ich, 10, 15, 20 Euro wäre ich dabei gewesen. Aber warum, Leute, und da frage ich euch ernsthaft, warum sollen wir immer und immer und immer wieder dasselbe Spiel kaufen mit nur marginalen Änderungen und das zum Vollpreis? Ne? Das ist nicht logisch und ich finde das auch nicht okay. Deshalb bin ich jetzt erstmal bei Train Sim World 5 raus. Na? Es ist noch gar nicht so lange her, dass jetzt hier die neuesten, letzten Add-ons rausgekommen sind. Und jetzt sagt man schon, ja komm, vergess es, hier kommen wir schon der nächste Teil. Na? Und wir alle wissen, was das bedeutet. Nicht nur, dass wir hier wieder fast dasselbe Spiel zum selben Preis oder vielleicht sogar nochmal teurer kaufen sollen, sondern natürlich auch, es geht wieder das unselige Integrieren der Vorgängerversion und Routen, die man gekauft hat, los. Das hat ja Dovetail
bzw. Focus nicht wirklich gut gelöst in den letzten Jahren. Also ich war damit nicht so wirklich zufrieden. Ja, so what's up? Ne? Was ist der Grund? Warum sollen wir uns das kaufen? Ich würde halt mal bitten, ne, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ne? Weil ich sehe das nicht hier als ein alle Jahre wieder Artikel. Ne? Ihr wisst, was ich damit meine, diese alle Jahre wieder Artikel. Das sind diese ganzen, genau wie die Sportreihen hier. Ne? Was weiß ich, FC oder UFC, WWE, wo jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe Spiel rauskommt. Ja, und die Fanboys und Girls ordentlich geschröpft und zur Kasse gebeten werden. Ne? Wir wissen ja alle, ich glaube, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal betonen, wie viel Geld die Fans hier in dieses Spiel reinstecken. Ne? Also die Maps sind ja nicht billig. Ne? Ich will jetzt gar nicht über die Qualität reden, die ist zum großen Teil herausragend. Ja, aber da steckt sehr, sehr viel Geld drin. Ne? Und ich finde es eine Frechheit, dass Dovetail bzw. Focus jetzt hier die Zeiten zwischen den einzelnen Teilen verkürzen, um wieder das Spiel neu zu verkaufen, ohne wesentliche Änderung. Na? Den Vierer habe ich mir gerade noch eingehen lassen, weil ich mir eigentlich auch gewünscht hatte, dass der Editor für Skins, na, also für die Lackierung überarbeitet wird. Das haben sie auch tatsächlich gemacht. Das haben die auch einigermaßen gut hinbekommen. Ist auf jeden Fall deutlich besser als früher. Aber so what? Ich hau jetzt mal einen raus. Ich weiß, vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln. Aber zwischen Teil 3 und 4 sehe ich keinen großen, also sichtbaren Unterschied auch. Ne? Also wie gesagt, auch dazu könnt ihr mir gerne schreiben. Ne? Vielleicht seid ihr da anderer Meinung. Das ist auch völlig okay. Ne? Schreibt es gerne mal rein. Aber ich finde es eben halt Schröpfen. Ne? Also ich will jetzt nicht von Abzocken reden, aber Schröpfen ist das allemal. Ne? Und irgendwo ist ja auch mal eine Schmerzgrenze erreicht. Wie gesagt, ne? als würde man jetzt nicht genug schon an den DLCs und den Logs und Maps verdienen. Ne? Das ist... Ich finde da schon keine Worte für, ne? Ihr merkt das schon gerade, ne? Nee, ich finde es schrecklich, Leute. Einfach schlimm. So, wir sind jetzt auf 2 Meilen schon ran und erreichen gleich Ealing Broadway. Ihr merkt, das regt mich ein bisschen auf, weil ich finde es ein bisschen schade. Ich fahre momentan recht wenig, ne? Weil wir eben halt sehr viele andere Projekte haben. Aber wenn ich drin bin, dann freue ich mich immer. Ich freue mich jetzt auch gerade hier diese Strecke zu fahren. Gerade diese Map sind wir sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Es ist nach wie vor eine richtig schöne Map. Und ich hoffe, ihr genießt das genauso wie ich. Ja, aber wie gesagt, ne, als ich dann gesehen habe, Release-Datum, ist mir der Kaffee so ein bisschen hochgekommen. Es ist viel zu früh für den nächsten Teil. Und vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht ist es ja der evolutionäre Durchbruch für das Spiel. Ne? Ich werde es mir angucken, aber definitiv nicht kaufen. Also nicht, bevor ich einige Videos gesehen habe und ich sagen kann, zu 200-300%, ja, das ist ein großer Schritt nach vorne. Das ist die Evolution von Train Sim World insgesamt. Ne? Und nicht nur ganz einfach Geldmacherei. Ne? Und das wird es langsam. Und das haben die Fans nicht verdient. Dazu geben sie viel zu viel Geld für dieses Spiel aus. Also, ne, was heißt zu viel? Aber sie stecken ordentlich rein, eben halt für Strecken und so weiter und so fort. Und da sollte man als Publisher auch ein bisschen Respekt und Demut und Dankbarkeit für haben. Ne? Und das geht gar nicht. So, liebe Freunde. Jetzt hoffe ich, rauschen wir einigermaßen elegant hier in Ealing ein. Also Leute, ich bin skeptisch, ne, um es hier jetzt in einem Wort zusammenzufassen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was Train Sim World 5 angeht. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock schon wieder alles neu zu installieren. Ich habe keinen Bock wieder alles zu transformieren. Ne? Ich weiß ja auch nicht, inwieweit die rückwirkende Kompatibilität zu den anderen Teilen gegeben ist. Ne? Ich denke mal, irgendwann wird ja auch mal Schluss sein. Ne? Da werden sie auch aus dem ersten und zweiten Teil wahrscheinlich die Strecken nicht mehr übernehmen. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf ewig so funktioniert, die Rückwärtskompatibilität. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Aber wie gesagt, ich habe da nicht schon wieder Bock drauf. Ah!
Notbremse wollte ich nicht. Entschuldigung. Hallo? Das ist doch die Notbremse. Eieiei. War ein bisschen zu dynamisch, aber ich bin noch im Bahnhof, oder? Warte mal, können wir die Türen öffnen? Ja, okay, dann sind wir noch im Bahnhof. Sorry. Ja, geht einigermaßen, ne? Okay. Das. Okay, die Tür, ja. Sorry, Freunde, ich habe eine gute Ausrede. Ich bin die Strecke lang nicht mehr gefahren. Immer eine gute Ausrede. Ich hätte mich jetzt auch gar nicht so stressen müssen, ne? Ich guck gerade auf die Zeit. Junge, Junge. Überpünktlich. Ja, die Frage ist übrigens generell, wollt ihr mal wieder ein bisschen Train Sim World 4, beziehungsweise welchen Teil auch immer, hier auf dem Kanal sehen? Na, dann sagt mir bitte mal Bescheid. Ich bin dazu gerne bereit. Ich habe ja auch gesehen, die Special-Folge mit dem Flying Scotsman ist dann ja auch ganz gut angekommen. Ne, wie gesagt, ne, wenn euch sowas gefällt, nicht nur ein Like da lassen, darüber freue ich mich natürlich sehr, sondern gerne auch einen Kommentar, ne? Ob ihr zum Beispiel auch von Train Sim World wieder neue Folgen sehen wollt, dann machen wir in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr. Ne, wie gesagt, momentan mache ich es ja mehr so ein bisschen sporadisch, auch wenn ich selber mal persönlich Bock habe. Ne? Und heute habe ich Bock. Ach so, ich wollte mal diese dämliche Markierung wegmachen, dass die immer automatisch eingestellt wird. Ne? So, warte mal, hat Übersicht? Nee, wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Alter, wo war denn jetzt hier... Bei Einstellung, oder? Moment. HUD und Gameplay, Zielmarkierung. Oh. Dass er die immer wieder automatisch anschaltet. Auch bis heute nicht gefixt übrigens. Ne? Na, jetzt sieht er aber nicht gut hier. Komm ran hier. Unser nächster Halt ist Sawfall. Ankunft 10:01 Uhr. Das ist nicht weit. Ja gut, sind auch, sehe ich hier gerade, nur 3,2 Meilen. Das ist einmal Beschleunigen und Abbremsen. Obwohl mit dem Beschleunigen ja, tut es sich gerade ein bisschen schwer. Keine Ahnung warum. Habe ich mich verschaltet? Keine Ahnung. Ich mag das gern so. Hier die Suburbs von London. Oh, da hinten rechts seht ihr, da kommt ein Schnellzug des Weges. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Da kommt er. Also momentan noch nicht wirklich viel schneller als wir. Ich hätte gedacht, der kommt jetzt näher ran. Ja, und schneller. Alter, wir kommen hier mit der Geschwindigkeit aber auch nicht aus der Hüfte, ne? Habe ich mich wirklich verschaltet hier? Hm. Oha, die Strecke hier überfahren wir, okay. Ja, wie gesagt, wir fahren ja heute hier so ein bisschen Express, ne? So, mehr als 80 dürfen wir nicht fahren. Wir auch. Ja, es sind nur 2 Meilen hier knapp noch. Aber mit der Beschleunigung, das macht mir gerade hier einen Kopf. Naja, gut. Wir müssen eh gleich wieder runterschalten, insofern. Alles gut. So, hier kreuzen wir nochmal einen Bahnhof. So, ich denke mal auf 1 Meile... 1,5 werden wir so zärtlich langsam anbremsen.
aber wunderschöne Strecke, oder wie seht ihr das? Ja, hat schon was für sich, ne? So eine Expresslinie hier. So, ich versuche mal, nicht, dass es hier zu viel wird. Langsam anbremsen hier, ob das jetzt schon reicht. Oder ob ich das beim nächsten halt vielleicht ein bisschen später mache. Testen wir mal aus. 0,8. Na? 0,7. 0,6. Okay, da laufen die Yards runter. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Obwohl, ja, könnte uns ein bisschen auslaufen hier, der Kollege. Deshalb gehe ich mal in den Leerlauf gerade. Ah! Der Schnellzug hat uns doch noch erreicht. Der hat aber lang gebraucht. Oder wir haben natürlich, das kann sein, den Gleisabschnitt vor ihm belegt. Das liegt natürlich im Bereich des Möglichen. Ja, ja, schon einiges los, Freunde. Und wir erreichen Southall. Aussteigen bitte in Fahrtrichtung links. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. Ne? Nicht vergessen, heute Abend am Freitag um 20 Uhr wieder The Walking Dead, die Telltale-Serie. Wir kommen heute zum Finale der dritten Staffel. Und nicht vergessen, ist auch die letzte Staffel, die wir live machen. Danach gibt es das Ganze exklusiv auf YouTube als Video on Demand, die vierte Staffel. Leider ist das Interesse ja beim Livestream nicht so da. Ne, also machen wir das so. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich werde es so machen, dass wir das zwar als Video on Demand machen, aber ich werde es als Premiere machen, dass ihr dabei auch chatten, diskutieren und euch austauschen könnt. Ich denke, das ist auch eine gute Lösung für die, die das sehen möchten. So, und wir sind bereit für die Abfahrt. Dachte ich, wieso macht er die Tür nicht zu? Was ist denn hier los? Moment, was ist denn hier passiert? Moment, 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 Moment. Wieso verriegelt er nicht die Türen? Ah, habe ich falsch gedrückt? Habe ich wirklich falsch gedrückt? Oh Gott, wie peinlich. Peinlich, peinlich. Ich habe auf die falsche Seite geguckt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Habe ich jetzt noch irgendwo Türen auf? Ja, natürlich. Ich Depp. Das hat mir natürlich jetzt Zeit gekostet, ne? Sorry, Freunde. Ist nicht mein Tag heute, ich merke das schon hier. Okay. So, Hayes and Harlington ist unser nächster Halt.
Ist nur eine Meile entfernt. Ich muss mich echt wieder an die Schaltung hier gewöhnen vor dem guten Stück. Ich fahre die eigentlich sehr gerne. Aber ich muss den mehr Lauf lassen zwischen den Gängen. Sonst kommt er nicht aus dem Arsch. Ihr seht das schon. Ne? Eigentlich hier ein Katzensprung. Wir sollten eigentlich schon viel weiter und viel schneller sein. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt. Aber wie gesagt, schlimmer als bei der Deutschen Bahn kann es nicht werden. Insofern sind wir alle mal noch im grünen Bereich. So, die Kollegen da vorne, den grüßen wir natürlich mal. Wir sind ja nett, nicht wahr? Hat er gerade sein Spitzensignal falsch rum angehabt? Könnte das sein? Das war nicht sehr vorbildlich, Herr Kollege. Oh, so ein, zwei Minuten Verspätung werden wir jetzt haben. Müssen wir jetzt durch. Aber wie gesagt, ich wollte es ja von jeher entspannt machen. Dabei bleibe ich auch. Ich denke, mit ein, zwei Minuten kann man leben. Das ist jetzt nicht. Die Welt bricht jetzt keinen Stress aus. Vielleicht kommen wir ja gleich besser weg, dass wir ein bisschen Zeit wieder aufholen können. Na, das jetzt sieht gut aus, ja? Ah, ist okay. Ich schraube da jetzt nicht groß dran rum. Ja, ist schon mehr oder weniger im grünen Bereich. Das kann man machen. Alles gut. Ups. Ich bin wirklich ein Fan von diesen alten englischen Bahnhöfen, die auch noch so ein bisschen diesen viktorianischen Baustil erhalten haben, jedenfalls in Teilen. Das hier hinten ist natürlich nicht viktorianisch, aber hier diese kunstvoll gearbeiteten alten Überstände, Unterstände, wie auch immer, finde ich wahnsinnig schön. Das ist auch das, was ich an Victoria Station so gerne mag. Ist eben halt klassisch, ne? Absolut klassisch. So, ab geht die Luzi. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen langsamer anfahren, damit er Geschwindigkeit aufbauen kann.
So, in West Drayton sollten wir jetzt eigentlich schon angekommen sein. Das wird natürlich nichts. Aber egal. Wo? Was? Eine 30er-Zone? Ach so, wenn wir nach rechts abbiegen. Okay. Tun wir aber nicht. Ich fühle mich übrigens auf den englischen Strecken immer mehr zu Hause. Weil, wie gesagt, wir haben ja hier auf der Insel auch Linksverkehr, dank der Briten, ne? Ist ja ehemaliges Kolonialgebiet hier Zypern. Also da fühle ich mich wirklich mittlerweile zu Hause hier auf der linken Spur. Aber mit der Beschleunigung von der 166, das muss ich mir wirklich nochmal in aller Ruhe zu Gemüte führen. Irgendwas mache ich noch immer verkehrt. Das war jetzt diesmal nicht ganz so schlimm, aber dauert eigentlich viel zu lange, bis die... Ich kenne die spritziger. Normalerweise fährt die richtig spritzig an hier. So, wir rollen da jetzt einfach aus und rein in den Bahnhof und dann ist gut. Die Bremsen hatte ich eigentlich auch besser in Erinnerung, aber ist egal. Fast Punktlandung hier in West Creighton. Aber bei so einer Commuterline hätte ich eigentlich mehr Verkehr, also Gegenverkehr auch erwartet. Weil die müssen doch eigentlich so, was weiß ich, im 5- oder 10-Minuten-Takt fahren, oder? Ich kenne mich nicht aus, wie das dieser Tage in London ist und Umgebung. Ich meine, es fährt ja bestimmt nicht nur diese eine Linie auf der Strecke. Viele Strecken werden ja doppelt bedient oder überschneiden sich. Kommt mir ein bisschen wenig vor, aber das ist alles okay. Okay, wir sind wieder bereit zur Abfahrt. Tschüssikowski.
So, ich versuche es jetzt mal gleich am Anfang mit Stufe 3. Da fährt es schon ein bisschen dynamischer an. Vielleicht kriegen wir ihn so schneller auf Geschwindigkeit. Nächste Halt ist Iver. Da lohnt es sich fast gar nicht. Da kann ich einfach rüberrollen eigentlich. Anderthalb Meilen. Kann ich auch rüberschieben. Nein, machen wir nicht. Schweige einfach mal, damit ihr diesen wunderschönen Diesel-Sound auf euch wirken lassen könnt. Schön den Bass reindrehen. So, vor uns liegt bereits Iver. Mittlerweile ist unsere Verspätung dann doch ein bisschen mehr geworden, aber ist okay. 4-5 Minuten haben wir jetzt wahrscheinlich auf der Uhr. Insgesamt. So, da wartet schon ein Kollege. Sehr schön. Jetzt habe ich den Kollegen auch noch aufgehalten. Meine Güte, es wird schon langsam so ein bisschen peinlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir mal wieder eine längere Strecke mal fahren, vielleicht mal für einen Livestream. Das kann durchaus mal demnächst passieren. Im September werde ich mal ein, zwei Tage mehr frei haben erstmal, jedenfalls in der ersten Monatshälfte. Und dann können wir das gerne mal machen. Na, wer verrückt mir denn da die Kamera? So, das war jetzt knapp der Herr. Auf den letzten Moment reingesprungen hier. Unglaublich. Nächster Halt ist Langley. Ich meinte, das ist dann auch schon unsere Endstation.
Ist ja auch wieder keine Distanz, ne? 1,5 Meilen. Also ich hätte mal Bock, hier mit der 166 noch die anderen beiden Strecken zu fahren. Gut, die eine ist richtig kurz, mit einer Viertelstunde. Die andere ist etwas über eine Stunde Fahrzeit. Da kann man dann eher mitarbeiten. Und wie gesagt, ein Schnellzug. Also insgesamt die Great Western Strecke würde ich schon gerne mal fahren. Schreibt mir mal, ob ihr da auch Bock drauf habt. Ach so, Leute, bevor ich es vergesse, ich habe mich dafür entschieden, die Kanalmitgliedschaften bei YouTube demnächst zu beenden. Ich würde euch da bitten, da auch bitte das nicht mehr zu tun, falls ihr die Absicht habt. Ich werde das ganze Konzept ersetzen durch eine Patreon-Seite. Die werde ich euch hier gleich auch mal einblenden. Ist jetzt noch nicht so viel drauf. Das kommt alles in den nächsten Tagen. Ich werde mal versuchen, ob ich das am Wochenende hier schon mal hinbekomme, die Grundpfeiler zu errichten. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mich hier, wenn ihr wollt und könnt natürlich, da auch ein bisschen zu unterstützen. Ne? Also alle Einnahmen, egal was, geht hier rein in Software, Hardware, ob das jetzt für die PS5 ist oder jetzt natürlich auch für Steam Deck. Ja, ne, im Voraus dafür schon mal Dankeschön. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das müsste eigentlich die Endstation sein, oder? Naja, wir werden es gleich sehen. Es hat mir gerade ein bisschen gehakt hier. Schauen wir mal kurz in die Einstellung. Wir stehen hier eh gerade dumm rum. Plan wollte ich, Entschuldigung. Ach nee, nach Slaw geht's ja. Ah, okay, richtig. Slaw steht ja oben drauf. Oh Gott, ja, wie gesagt. Ich bin noch nicht so fit. Ist erst der zweite Kaffee heute. Gut, aber das sollte dann die nächste Station sein. Natürlich, Slaw. Was sonst? Immerhin, etwas mit 2 Meilen. Das ist schon mal deutlich mehr als bei den letzten Stationen. Aber ich sehe schon, ich muss noch mal wieder ein paar Auffrischungsfahrten mit der 166 machen. Es hakt noch hier und da, ne? Ihr merkt das. Ich meine, gut, wir sind hier unfallfrei durchgekommen, das zählt, ne?
Besser geht immer, ist klar. Ne? Aber wie gesagt, diese Strecke habe ich wirklich bestimmt ein, zwei Jahre nicht mehr gefahren, oder? Auch diese Lok nicht mehr. Minimum. Na, diesmal ziehen wir dann ein bisschen besser an. Hilft aber nichts, die Verspätung haben wir so oder so, aber ist egal. Oha. Ist es nach dem Bahnhof, diese 15? Ja, nee, vor dem Bahnhof sogar schon 15 Meilen Beschränkung. Okay. Da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt können wir richtig schön hier ihn bremsen lassen. Wie gesagt, wir müssen eh gleich auf 15 runter. Auf die Zeit brauchen wir jetzt eh nicht mehr schauen. So, da müsste gleich die 15er Zone kommen. Ja, Kollege wartet schon da vorne ungeduldig, aber es hilft ja nichts. Eieiei, knapp 5 Minuten Verspätung, 6 Minuten, Naja, egal. So, herzlich willkommen in Slalom. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Danke, dass Sie mit uns gefahren sind. Bis zum nächsten Mal. So. Richtung Schalter auf. Aus. Aus. So. Und den Generalschlüssel verriegeln. Hallo? Hallo? Ist der... Habe ich ihn nicht auf aus? Warte mal. Notbremse. Volle Leistung. Bremse. Aus. Schon mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Wieso kann ich den Generalschlüssel nicht auf verriegelt stellen? Das ist ja Beschiss hier! Warte mal. Ach! Richtungswender. Leute, Entschuldigung, ich bin... Ach Gott.
Peru live. Gute Arbeit auf dieser Fahrt. Es gibt weitere Aufgaben, für die Sie sich melden können, wenn Sie daran interessiert sind. So, dann schauen wir mal, wie wir abgeschnitten haben. Er gibt einen leichten Abzug hier bei der Pünktlichkeit. Okay, wir müssen dazu aber jetzt erstmal zum Ausgang latschen. Oh, Entschuldigung. Wir müssen raus. Na gut. Dann machen wir hier fein die Tür zu. Nicht, dass der gezugnet wird hier, ne? Ausgang, wo bist du? Das ist dann wieder, wo die Richtungsanzeige wiederum fehlt, dann wieder, ne? Verrückt. Warte mal, wir gehen mal hier lang. Das müsste ja hier irgendwo sein. Ja, okay. Weil leider, wenn man die Zielmarkierung ausmacht, gilt es natürlich dann auch leider auf dem Bahnsteig. Es ist nicht nur, dass man die Streckenmarkierung da rausnimmt, sondern leider auch die Markierung auf dem Bahnsteig, wenn man irgendwo hin soll. Ist ein bisschen doof gemacht, ne? Gut, ja, ist Bronze, aber wie gesagt, ich wollte hier keine großen Preise abräumen. Ja, da sind wir. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Train Sim World 5, wie gesagt, ne, die Frage natürlich nochmal an euch gespielt, rübergespielt. Meint ihr, es wird schon wieder Zeit für einen neuen Teil oder ist das nur Geldmacherei? Schreibt mir mal in die Kommentare, natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten nicht vergessen, netter Kommentar immer gern gesehen, Daumen hoch natürlich noch lieber. Ja, und ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.